Hallo und herzlich willkommen zum 56. Bonner Wirtschaftstalk live aus dem Kammermusiksaal gleich neben dem Beethovenhaus. Sie wissen, das Haus, in dem der berühmteste Sohn der Stadt im Dezember 1770 zur Welt kam. Unser Thema heute ist ein ernstes, aber auch gleichzeitig ein sehr aktuelles Thema. Panzerplatte bis Cybersicherheit, Rüstung als Wirtschaftsfaktor. Denn seit dem 24. Februar vergangenen Jahres ist alles anders. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine begann. Wir werden heute Abend wahrscheinlich öfter auf den Ukraine-Krieg zu sprechen kommen, obwohl dieser Krieg heute nicht das eigentliche Thema des heutigen Bonner Wirtschaftstalks ist. Aber plötzlich war 2022 im vergangenen Jahr die sogenannte Friedensdividende Geschichte, die Senkung des Rüstungshaushalts im Zuge von Abrüstungsvereinbarungen. Der Kanzler kündigte eine Zeitenwende an und ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, aber die Frage nach der eigenen Sicherheit und der Sicherheit des Landes war auf einmal sehr konkret. Und auf einmal beschäftigen wir uns mit Waffenlieferungen, mit Munitionsbeständen und Cyberwar. Und wir merken, dass wir im Bereich der Rüstungsindustrie und der Verteidigung nicht wirklich wissen, wie das funktioniert. Warum Rüstungsaufträge 16 Jahre bis zur Auslieferung brauchen und ob wir im Cyberraum nicht schon längst im Krieg sind. Wir haben 4 Gäste und wir hoffen, mit Ihnen ein paar Antworten geben zu können. Gast Nummer 1 ist Konteradmiral Roland Oberstig, Chef des Stabes des Kommandos Cyber- und Informationsraum der Bundeswehr, ähnlich wie Heer, Luftwaffe und Marine für Land, Luft, Weltraum und See zuständig sind die Angehörigen des neuen Organisationsbereiches für den Cyber- und Informationsraum verantwortlich. Herr Admiral, schön, dass Sie da sind. Ja, ich freue mich auch. Danke. Mit mehr als 14.000 Männern und Frauen ist dieses Kommando fast so groß wie die Marine mit 1.800 Soldatinnen und Soldaten mehr. Ich will jetzt nicht das Wort Zeitenwende strapazieren, aber sieht man an der Menge der Soldaten bei Ihrem Kommando auch so die digitale Neuorientierung, die digitale Notwendigkeit? Ja, absolut. Das möchte ich auch deutlich unterstreichen. Es sind auch nicht nur die roundabout 14.000 in dem Organisationsbereich, sondern diese gesamte Dimension Cyber- und Informationsraum geht natürlich auch in die anderen Bereiche hinein. Und das umfasst insgesamt roundabout 27.000 Menschen. Also ungefähr ein Viertel der aktiven Soldaten ist in diesem Cyber- und Informationsraum tätig und sorgt im Endeffekt für Aufklärung, für Wirkung, für Führungsinfo, für Führung und viele, viele andere Dinge mehr. Ein moderner Krieg, da werden wir mit Sicherheit noch näher drauf eingehen, ist eben nicht mehr Panzerschlachten in der Lüneburger Heide, sondern ist viel komplexer, viel umfassender und wird in hohem Maße durch Digitalisierung bestimmt. Und deswegen war der Schritt, diesen Organisationsbereich vor 6 Jahren neu aufzubauen, mit Sicherheit absolut zielführend und zielgerichtet und hilft uns, in riesigen Schritten das nachzuholen, was wir in der Bundeswehr über viele, viele, viele Jahre nicht hinbekommen haben. Dann nehme ich mir mal den Seitenhieb auf die Gesellschaft. Auch in Deutschland sind wir insgesamt im Bereich der Digitalisierung mit Sicherheit nicht ganz vorne in dieser Welt. So ein bisschen hinkt die digitale Transformation noch, ja. Sehe ich ähnlich. Danke bis hierhin. Dr. Marcello Mariucci von Elektronika GmbH ist da. Sie stellen zwar keine Kanonen und keine Panzer her, aber im Rahmen der elektronischen Kriegsführung sorgen Sie dafür, dass feindliche Signale nicht ankommen und man selber weiß, wer was sendet. Laienhaft ausgedrückt. Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Ja, ich habe das mit den elektronischen Signalen sehr laienhaft ausgedrückt. Wie würden Sie es beschreiben, was Sie tun? Ja, unser Beitrag ist, dass wir die Bundeswehr befähigen, die elektronische Kampfführung durchzuführen. Was bedeutet das? Vielleicht auch ein Beispiel dazu. Nach dem Ersten Weltkrieg hat man gesehen, dass man mit Elektronik sehr viel machen kann. Mit Elektronik kann man das elektromagnetische Spektrum ausnutzen. Sprich, alles, was das Auge nicht sieht, kann man mit Wellen auch im höheren Frequenzbereich sehen. Und dafür gibt es elektronische Geräte, wie beispielsweise das Radar, das im Fliegerbereich zur Navigation dient. Wenn man weiß, wie solche Geräte funktionieren, dann kann man sich ausdenken, dass man die auch täuschen kann oder verzögern. Und genau da sind wir zu Hause. Sprich, wir befähigen die Bundeswehr, eben im Konfliktfall Zeit zu gewinnen, indem der Gegner gestört wird, geblendet wird, einfach um dann Manöver durchzuführen, die sonst nicht möglich wären.
Wir sind gespannt auf weitere Brancheneinblicke des Geschäftsführers des Meckenheimer Unternehmens. Sie werden uns noch ein bisschen mehr verraten, oder ist alles geheim? Ein bisschen was noch, oder? Also, ja, wir unterliegen natürlich dem Geheimschutz. Alles können wir nicht erzählen, das wäre ja auch ein Ding. Wir senden auch live und da könnte vielleicht jemand anders auch noch zugucken. Ja, deswegen, da haben Sie natürlich recht. Ein Spagat. Danke, schön, dass Sie da sind. Professor Dr. Hubertus Barth, Geschäftsführer des Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln. Er hat Sie unlängst mit seinen Kolleginnen und Kollegen im Rahmen eines Policy Papers, also eines Grundsatzpapiers, mit der Zukunft der mehr als 55.000 Beschäftigten der Rüstungsindustrie in der aktuellen Situation auseinandergesetzt. Herr Professor Barth, schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Ja, über Aufträge kann man sich in der Rüstungsindustrie doch aktuell nicht beklagen, oder? Naja, also die Diskussion über Aufträge ist, glaube ich, größer als die Auftragslage bisher. Das Thema, wie schnell ist man denn eigentlich zwischen Feststellung des Bedarfs und Auslösung des Auftrags, ist natürlich groß. Aber letztendlich machen wir das Ganze ja nicht, um wirtschaftliche Produktionen in der Verteidigungswirtschaft herzustellen, sondern umgekehrt. Wir brauchen Fähigkeiten, um unsere äußere Sicherheit zu gewährleisten. Und Wolfgang Dörgen ist dabei, Vorsitzender und Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Wehrtechnik e.V. aus Bonn. Die DWT hat Mitglieder aus der Bundeswehr, aus der Politik, aus der Forschung und auch aus der Rüstungsindustrie. Kein Lobbyist, sondern Sie sagen selbst, Sie verstehen sich als Dialog- und Informationsplattform für Sicherheit und Wehrtechnik. Deshalb sind auch Ihre Veranstaltungen beispielsweise frei zugänglich. Herr Dörgen, schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Und der Vollständigkeit halber, Sie selbst waren auch bei der Bundeswehr. Das ist richtig. Und hatten am Schluss den Rang eines Generalmajors. Ja. Und jetzt kommt's. Ich habe gegoogelt. Und der Generalmajor ist genau das gleiche wie der Konteradmiral. Nur das ist eine Marineuniform. Und das ist richtig. Sie waren da wahrscheinlich beim Heer, oder? Nein, ich war bei der Luftwaffe. Ach ja, da hatte ich jetzt eine 50-50 Chance. Ja, dann waren Sie bei der Luftwaffe. Gut. Aber nach Generalmajor, da kommt nicht mehr viel, oder? Doch. Doch. Wer aktiv ist, kann Generalleutnant werden und General. Ja gut, aber das sind dann noch zwei. Bitte? Das sind dann nur noch zwei. Ja, die sind aber die Entscheidenden. Okay. Ja, bis zum 24. Februar vergangenen Jahres dachten wir, dass ein Krieg in Europa, der uns betreffen könnte, undenkbar wäre. Es kam anders. Herr Admiral, hat sich für Sie danach die Einstellung der Bürger zur Rüstungsindustrie, natürlich auch zur Bundeswehr und zum Wert der Sicherheit spürbar verändert? Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Wir hatten bis zur Zeitenwende, also bis zum Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, als Bundeswehr immer ein relativ hohes Ansehen. Also wenn man diesen Punkt sieht, Attraktivität Arbeitgeber, lag die Bundeswehr als möglicher Arbeitgeber durchaus immer sehr hoch im Trend, mit einer relativ hohen Zustimmung, quasi auf der gleichen Ebene wie die Polizei zum Beispiel. Allerdings, insbesondere im politischen Bereich, aber auch im gesellschaftlichen Bereich, war das Thema Bundeswehr eigentlich überhaupt nicht präsent. Und obwohl wir ja 2014 schon den Krimkrieg hatten, also den Angriffskrieg Russlands und die Einnahme der Krim, hat sich die Grundeinstellung der Bevölkerung eigentlich nicht geändert. Wir hatten ja unter Frau von der Leyen als Ministerin der diverse Wenden, Zeitenwenden angekündigt mit der Trendwende Material, Trendwende Personal. Wir haben es aber politisch nicht geschafft, das auch finanziell zu unterlegen. Sondern wir haben im Endeffekt den konsequenten Abbau von Fähigkeiten in erster Linie auch in den letzten 20 Jahren vollziehen müssen, weil uns schlicht und einfach das Geld gefehlt hat für neue Investments. Und wenn Sie zum Beispiel Führungsfähigkeit anschauen, für das ich verantwortlich bin, dann ist es noch heute so, dass wir in vielen Geräten, die wir haben, in vielen Fahrzeugen analoge Funkgeräte haben. Und wir weit davon weg sind, tatsächlich digitale Fähigkeiten in Gänze auch nutzen zu können. Die Zeitenwende hat sehr, sehr deutlich in der Bevölkerung einen Bewusstseinswandel hervorgeführt, weil dieses Bedrohungsgefühl, wir sind nur knapp 1000 Kilometer von dem Staat entfernt, der angegriffen wird, plötzlich in das Bewusstsein der Menschen eingedrungen ist. Und damit jenseits jeglicher Probleme und Ansätze, die wir in diesem Staat auch in den letzten 30 Jahren als sehr wichtig erachtet haben und mit Sicherheit auch als wir sehr wichtig erachten, plötzlich die Menschen erkannt haben, da ist noch mehr. Und wir sind unmittelbar gefährdet.
Das kommt natürlich dazu, dass überall auch aufgrund der ganzen Diskussionen in Richtung des Gasmarktes zum Beispiel Preise erhöht worden sind, also automatisch impliziert worden ist, Bedrohung Russland, Krieg Russland gegen die Ukraine hat unmittelbar auch Auswirkungen auf uns. Und diesen Bewusstseinwandel spüren wir auch sehr deutlich in allen Diskussionen, die wir mit der Gesellschaft und insbesondere auch mit Politikern führen. Herr Professor Barth, welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Es ist eine ganz andere Offenheit, über finanzielle Themen mitzusprechen. Das zum einen. Zum anderen ist, glaube ich, die Offenheit, die Wahrnehmung für Defizite, die da sind, größer geworden. Das Klagen der Wehrbeauftragten über Jahre hinweg über Ausrüstungsdefizite ist jetzt keine neue Entwicklung, aber jetzt wird zugehört. Und sagen wir, da gab es ja auch einige sehr, sehr drastische Aussagen vor einem guten Jahr in der Phase, als Russland gerade die Ukraine überfallen hatte. Wir stehen blank da und derartiges mehr. Das hat in einer Art und Weise aufrütteln können, weil in der Tat stärker zugehört wurde. Und ich glaube, am augenscheinlichsten ist das dann gewesen am 27. Februar in dieser Scholz-Rede vor dem Bundestag an dem Sonntag, als er diese Doppelankündigung gemacht hat, nun endlich Jahr für Jahr das 2%-Ziel einzuhalten. Das ist noch nicht hinterlegt, da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal zu, plus die 100 Milliarden Sondervermögen. Das 2%-Beitrag zur NATO aus dem Bruttoinlandsprodukt. Ja, 2% Verteidigungsausgaben, wie mit der NATO vereinbart ist, seit vielen Jahren vereinbart ist und wo gerade die Amerikaner ja auch lange gedrängt haben, das zu machen und Deutschland sich auch immer wieder so ein bisschen halbherzig, aber doch irgendwie committed hatte, das zu tun. Das Commitment war dann nochmal sehr viel klarer. So plus die 100 Milliarden Sondervermögen, von denen die eigene Fraktion ja gerade erst kurz, also Minuten davor informiert war, dass das durchsetzbar war, war natürlich auf diese Situation zurückzuführen, zeigt aber auch, dass wirklich der Begriff der Zeitenwende nicht nur ein Lehrer ist, sondern man in dem Moment den Eindruck hatte, man muss da jetzt reagieren. Und jetzt ist die Frage, wie reagiert man dann wirklich? Herr Döring, welche Veränderungen bei der Einstellung der Bürgerinnen und Bürger haben Sie festgestellt? Also ich kann das, was Herr Oberstegel und der Professor gesagt haben, im Grunde bestätigen. Ich will es mal auf zwei Dinge fokussieren. Man diskutiert heute, da will ich mal die Rüstungsindustrie zunächst einmal ansprechen, positiver darüber. Jetzt wird plötzlich über Munitionsproduktion gesprochen. Oder es wird das Thema des Rheinmetall im DAX ohne Häme einfach mal dargestellt. Das hat es vor Jahren, wäre das undenkbar geworden. Die Rüstungsindustrie hat sich in der Vergangenheit, wir haben das als DWT auch gespürt, so in der Schmuddelecke. Mit denen redet man eigentlich nicht. Das hat sich momentan verändert. Und ein zweites hat sich verändert, die Probleme der Bundeswehr, Herr Oberstieg, sind ja nicht neu. Die Unterfinanzierung ist ja nicht erst seit 2 Jahren da. Die haben Sie und ich ja auch schon länger erlebt. Aber was deutlicher geworden ist, auch bei Vielzahl der Politik, man hat erkannt, man muss dafür etwas tun. Und auch in den Medien wurde das, auch die Zeitenwende und das 100 Milliarden Sondervermögen ja im Grunde sehr positiv übergebracht. Und was mich dann erstaunt hat, vielleicht, es kam dann sehr rasch die Frage, wieso ist denn im Jahr 2022 von dem Sondervermögen noch nichts umgesetzt worden? Wieso schafft ihr denn das nicht? Das war eine falsche Beurteilung der Lage, denn zum Zeitpunkt, wo das Sondervermögen etatisiert worden ist, vorher konnte man vom Februar bis zum Haushalt überhaupt nichts machen, da war ja noch gar kein Geld da, nur das Versprechen. Aber die Erwartungen sind schon entstanden. Jetzt muss doch etwas schnell kommen. Das ist auch ein Phänomen, dass man plötzlich sagt, und auch wir haben Vertreter von Industriefirmen gesagt, jetzt muss aufgerüstet werden. Wie gesagt, ich halte den Begriff für falsch. Es geht nicht um Aufrüstung, sondern es geht um die Beseitigung der vorhandenen Ausrüstungsmängel. Wenn ich von Aufrüstung spreche, dann klingt es für mich so, jetzt müssen wir mehr machen, als wir eigentlich brauchen. Wir müssen an der Spitze stehen. Darum geht es mit dem 100-Milliarden-Paket, können wir die Fähigkeitslücken, die man 2018 bereits definiert hat, zu einem großen Teil ausgleichen. Aber seit 18 bis heute ist ja auch die Vorstellung von Kriegführung, wenn ich mal an Cyber denke und Digitalisierung, weitergegangen. All das, was sich daraus ergibt, ist mit dem Sondervermögen
in keiner Weise abgedeckt. Herr Mariucci, wie haben Sie es wahrgenommen? Ja, durchaus. Also ich bestätige das, aber ist ja klar, dass der Kapitalmarkt jetzt sehr speziell auf die 100 Milliarden Sondervermögen schaut. Ist klar. Die Investoren sehen das Potenzial. Die Investoren möchten da auch einen Beitrag leisten. Das spüren wir natürlich auch als Unternehmen. Die Möglichkeiten sind da, den Beitrag auch zu leisten für die Bundeswehr. Die Bundeswehr braucht Material, braucht Innovation. Und dafür sind wir da. Und der Sicherheit- und Verteidigungsmarkt ist nicht ein typischer Markt. Die Laufzeiten sind viel, viel länger. Und folglich ist auch die gewisse Ungeduld da, wie General Döring auch gesagt hat. Sind die Laufzeiten gegebenenfalls zu lang? Also wir müssen uns im Klaren sein, wir bauen einsatzfähige Systeme. Das heißt, Systeme, die funktionieren müssen. Systeme, die nicht nur, okay, jetzt funktioniert nicht, ich gehe mal raus und dann gehe ich wieder rein, jetzt funktioniert es wieder. Nee, das geht nicht. Also aus dem Panzer rauszugehen und wieder reinzugehen, damit es danach wieder funktioniert, das wird nicht funktionieren, sondern wir sind bedacht, sehr auf Qualität zu setzen. Wir sind bedacht, sehr auf Einsatzfähigkeit zu setzen, sodass die Konzeption, sodass auch am Ende die Umsetzung sehr genau durchgeführt werden muss. Folglich, ich bin überzeugt, dass die Laufzeit, die wir in der Industrie verwenden, um die Systeme zu entwickeln, nicht so lang sind. Aber die Laufzeiten, dass von einem Bedarf bis, also dass der Bedarf gesehen wird und der dann am Ende auch gedeckt wird, das könnte vielleicht optimierungsfähig sein. Dann lassen Sie uns noch einen Moment bei Ihnen und bei Ihrer Firma bleiben. Die Elektronika ist wahrscheinlich in einer Branche, in der Fachkräfte Mangel sind und im Rüstungsbereich wahrscheinlich mit Gold aufzuwiegen waren. Ja. Wie sieht die Situation heute aus? Hat sich da was getan? Ja, vor allem in der Hinsicht hat sich einiges getan. Nicht immer nur ins Positive, sondern auch ins Negative. Es bleiben viele Menschen in Deutschland noch sehr skeptisch gegenüber der Wehrtechnik. Das bleibt so. Was aber hingegen sich geändert hat, ist, dass die Nachfrage sehr groß ist. Mhm. Das Potenzial der Unternehmen investieren. Das heißt, die Fachkräfte, die Menge der Fachkräfte bleibt die gleiche. Und wir sehen, wie oft auch unsere Mitarbeiter stark angefragt werden von Headhuntern, weil einfach der Markt da ist. Das impliziert, dass dann natürlich sehr, sehr hohe Gehälter aufgerufen werden, die natürlich auch bezahlt werden, die dann auch vom Unternehmen getragen werden müssen. Sprich, die Geschäftsstrategie muss dann das auch langfristig auch leisten. Und ich wünsche mir, dass das jetzt kein Einmaleffekt ist, dass man hier jetzt reinkommt und den Markt abgrast, Mitarbeitern die besten Gehälter anbietet, um danach die Aufträge zu bekommen, die aber dann aber nicht von der Industrie geleistet werden. Da hoffe ich sehr und da möchte ich auch dagegen wirken. Aber um das nochmal festzuhalten, die Stimmung hat sich durchaus verändert, also ist positiver geworden, die Berührungsprobleme vielleicht auch ein bisschen abgebaut. Sie können wahrscheinlich auf Partys jetzt endlich mal sagen, was Sie wirklich tun, oder? Genau. Ich muss es jetzt nicht immer so verstecken. Müssen Sie sagen Kaufmann oder so, oder? Genau. Ja. Also wenn man in dem Bereich ist, dann spricht man naturgemäß nicht sehr offen drüber, sondern wenn man mich fragt, was machst du so, dann mache ich elektronische Bauteile. Wenn das dann ist natürlich jemand, stark runtergebrochen. Ja. Ja, was ja auch stimmt. Ja, Lob ist es nicht. Ja. Genau. Jetzt in einer Party, ob das jetzt dann die Umgebung ist, wo man dann in diese Themen einsteigen sollte, sei mal dahingestellt. Aber durchaus über dieses Thema zu sprechen, ist freier geworden. Am Ende sprechen wir hier von einer Industrie, die einen Verfassungsauftrag bedient. Wir sind, oder jede Regierung ist verpflichtet, Sicherheit in Deutschland auch zu gewähren. Und wir als Technik, als Innovationstechnik, dienen der Bundeswehr, einen Vorsprung zu haben. Das sage ich deswegen, weil, wenn man sich Kriegsführung auch anschaut, dann gewinnt Innovation. Bedeutet, wer damals das Gewehr hatte,
der konnte gegen die Mannschaft, die nur noch Fäuste hatte, gewinnen, weil man einfach von der Distanz wirken konnte. Und so wirkt Innovation. Wenn wir uns den Konflikt in der Ukraine auch anschauen, auch dort unbemannte Systeme. Das ist Innovation. Und Innovation treibt. Und folglich ist Wehrtechnik meines Erachtens in einem souveränen Staat ausschlaggebend. Und ich glaube, es ist wichtig zu sagen, dass wir natürlich nicht Krieg befürworten, aber dass wir über dieses Thema sprechen müssen, weil es eben hochaktuell und auch eben hochbrisant ist. Und dazu soll der Bonner Wirtschaftstalk heute auch dienen. Herr Admiral, Computer-Nerds oder Cyber-Agents, das habe ich mir jetzt mal so überlegt, für die Front, das ist ja auch kein Selbstläufer. Wenn es bei Ihnen um Recruiting geht, dann locken Sie wahrscheinlich nicht mit außertariflicher Besoldung, schätze ich. Obwohl, jetzt haben Sie ja 100 Milliarden, jetzt können Sie ja richtig was drauflegen. Jetzt können Sie ja richtig was drauflegen. Aber sehen Sie seit vergangenem Jahr da auch eine wachsende Motivation, sich für die Freiheit und Verteidigung Deutschlands einzusetzen? Also wir hatten in den letzten Jahren durchweg eigentlich eine sehr gute Bewerbersituation. Das liegt in erster Linie daran, weil wir sowohl die Offiziere an unseren eigenen Universitäten speziell ausbilden, als auch die Unteroffiziere an unseren eigenen Schulen. Das heißt, im Endeffekt kommen ungelernte, agile junge Menschen zu uns, die dann in Gänze ausgebildet werden und die wir dann fachgerecht bei uns einsetzen. Das heißt, wir sind gar nicht in direkter Konkurrenz mit vielen Unternehmen oder in vielen anderen Partnern des öffentlichen Dienstes, weil wir die einzigen sind, die tatsächlich so intern für uns komplett ausbilden. Und das hat es uns ermöglicht, tatsächlich in den letzten Jahren unseren Personalbestand konsequent weiter hochzufahren und zu erhöhen. Abgesehen davon, es gibt ja auch noch ein paar Bereiche, wo wir im Bereich Cyber aktiv sind. Und es ist einfach auch für viele Menschen, die da besondere Fähigkeiten haben, absolut toll, bei den Guten zu sein. Es ist auch ganz interessant, mal was zu tun, was man gegebenenfalls als Privatmann nicht darf. Da brauchen wir natürlich jetzt ein bisschen mehr erfahren, aber ich glaube, da kommt nicht mehr viel. Nee, viel mehr kommt nicht. Herr Döring, bitte. Ich will nur einen kleinen Tropfen da rein machen in das Glas Wein. Bitte. Die Zielsetzung der Bundeswehr ist ja, den Personalbestand zu erhöhen. Die Zahlen sind ja, wenn man die Papiere liest, man will ja theoretisch noch 20.000 Dienstposten draufpacken. Die Wahrscheinlichkeit, diese 20.000 Menschen zu gewinnen, wird von den Fachleuten eher als skeptisch bewertet, weil der Markt das nicht hergibt. Die Demografie gibt es nicht her. Und wenn die Bundeswehr auch immer sagt, sie ist ein Unternehmen, dann steht sie auch in Konkurrenz zu anderen Unternehmen. Also ich bin sehr froh, wenn Herr Oberstieg sagt, dass die Personalsituation im Cyberbereich sich ganz positiv entwickelt hat. Das brauchen wir auch, weil der Bereich ungeheuer innovativ und mit kurzen Innovationszyklen ja versehen ist. Aber ob wir das Ziel, die Bundeswehr in der Personalstärke um 20.000 Mann zu erhöhen bis 2030 erreichen, da würde ich doch Zweifel setzen. Dann fragen wir mal Herr Professor Barth, wo die möglicherweise herkommen können, weil Fachkräftemangel haben wir in allen Bereichen. Viele Firmen bedienen sich ausländischer Menschen, die entweder schon qualifiziert sind oder hier qualifiziert werden. Aber das wird wahrscheinlich so für Bundeswehr nicht funktionieren. Also insgesamt fehlen uns rund 600.000 Mitarbeiter bundesweit. Und wir verlieren Jahr für Jahr 400.000 bis 500.000 Menschen im erwerbsfähigen Alter, also in der Altersgruppe 25 bis 45, weil die jüngeren Jahrgänge viel kleiner sind als die älteren Jahrgänge. Demografischer Wandel. So, von diesen 450.000 arbeitet jetzt nicht jeder. Also eben für den Arbeitsmarkt ist es ein bisschen kleiner. Teilweise kann das dann durch Zuwanderung mit ausgeglichen werden. Aber klar ist, wir werden diese Knappheitssituation, die wird uns nicht mehr loslassen. Und das wird bedeuten, dass wir uns überall die Frage stellen müssen, wo können wir denn bestimmte Dinge auch tun, ohne dafür zwingenderweise jemanden da sitzen zu haben. Ja, wie können wir Sachen automatisieren? Wie können wir Digitalisierung nutzen? Wie können wir KI nutzen? So, und das sieht man ja auch über die langfristige Entwicklung an den Personalbeständen der Armeen. Das war ja, also wir sind ja auch nicht mehr in der Zeit Kalter Krieg, wo es primär darum ging, viele Menschen zu, also nicht nur, aber auch viel stärker darum ging, viele Menschen zu haben. Ich glaube,
Und natürlich kann auch die Bundeswehr in bestimmten Maße internationale Fachkräfte mit einsetzen. Ja, da wird es irgendwelche rechtlichen Regeln geben, die ich jetzt nicht im Einzelnen weiß. Aber da, wo das möglich ist, gibt ja auch viele zivile Mitarbeiter, da sollte das dann sicherlich gemacht werden. Man muss natürlich schon gucken, wo kommen denn die her und welche Interessen mögen denn da noch mit drin sein. Also jeden will man da nicht in sensiblen Bereichen haben. Ein Vorteil ist möglicherweise, dass tatsächlich ein gewisser Nachteil weggefallen ist, also eine in Teilen der Gesellschaft eher Stigmatisierung oder zumindest negative Beurteilung dieses ganzen Themas Verteidigung, ja, Verteidigung, Rüstung, und das war ja eher gut für skandalisierende Überschriften mit. Und in vielen Bereichen haben wir diese gesellschaftliche Restriktionen, aber nach wie vor. Sie haben eben völlig zu Recht die Innovationen angesprochen, die so wichtig ist. Wir haben an vielen Universitäten nach wie vor das Verbot, militärrelevante Forschung irgendwie mitzumachen. Und das ist, wenn man gerade sagt, wir müssen innovativ sein, wir müssen auch in dem Bereich innovativ sein. Unsere Sicherheit hängt davon ab, dass wir auch technologische Vorsprünge mit haben, dann ist das sträflich, von Anfang an zu sagen, nein, der Bereich, der ist irgendwie prohibé, und da darf hier aber niemand auch nur in den Geruch kommen, mit jemandem zu kooperieren, der damit zu tun hat. Herr Professor Bartelt, Herr Admiral, Herr Professor, ich würde das gerne mal, gern mal aus meiner Sicht ein bisschen anders darstellen. Wir sind nun ein sehr innovativer Bereich und wir arbeiten sehr, sehr intensiv auch mit Universitäten zusammen. Und diese Vorhaltungen, die wir in der Vergangenheit hatten, spüren wir so nicht. Wir haben ja zwischen dem Verteidigungsressort und dem Innenressort die Cyberagentur jetzt in Leipzig ansitzend gegründet, die ganz gezielt Cluster von Innovationen im Bereich Digitalisierung fördert. Und das, was an den Universitäten und in den Forschungsinstituten derzeit stattfindet im Bereich Digitalisierung, das möchte ich nochmal deutlich unterstreichen, aus meiner Bewertung heraus ist State of the Art. Wir sind da absolut führend. Wir können viele Dinge dann irgendwann auch militärisch nutzen oder auch zivil nutzen. Das Problem, das wir haben, ist die Umsetzung. Das heißt, das, was wir tatsächlich an Universitäten jetzt zum Beispiel in Richtung künstlicher Intelligenz und viele andere Dinge voranbringen, das tatsächlich auch in diese Gesellschaft und dann logischerweise in die Bundeswehr in Technik umzusetzen, das ist das unser Hauptproblem. Und ich glaube, dass wir hier viel, viel innovationsoffener in dieser Gesellschaft werden müssen. Das betrifft natürlich auch die Bundeswehr, um hier tatsächlich dann auch schneller, direkter, auch im direkten Wirken mit Forschungsinstituten digitale Ansätze auch umzusetzen. Herr Professor Barth sprach gerade davon. Die Frage, wo kommen die denn dann her? Das können internationale Zusammenarbeiten sein. Das muss man natürlich genau abklopfen, dass man mit denen auch zusammenarbeiten kann. Ja. Und das ist dann mit der Geheimhaltung auch funktioniert, aber kann nicht auch die Gefahr sein, dass es heute der Freund und morgen der Feind ist? Das kann da sich doch auch umwandeln, da können sich da auch Verhältnisse umdrehen, oder nicht? Also wenn Sie Forschung anschauen, Forschung in dem Bereich Digitalisierungstechnik, und das müssten Sie eigentlich auch unterstreichen können, da ist eigentlich gar nicht so großartig geheim, sondern die Weiterentwicklung im Bereich künstlicher Intelligenz, die nun in hohem Maße von 3-4 amerikanischen Unternehmen derzeit bestimmt wird. Wenn Sie Big Data anschauen, wenn Sie Quantencomputing anschauen, Quantencomputing sind wir in Deutschland extrem gut aufgestellt, dann ist das erstmal Forschung in Hochtechnologie. Mhm. Inwieweit wir es dann anwenden, tatsächlich das in Systeme von uns hineinbringen, das, was in Ihrer Firma passiert, das ist dann der zweite Schritt. Und da müssen wir sehr, sehr genau aufpassen, dass wir natürlich nationale Industrie stärken, absolut stärken, dass wir auch massiv Schritte vorangehen, eine gewisse Unabhängigkeit in Deutschland sicherzustellen. Das ist aus meiner Sicht eine der wesentlichen politischen Diskussionen, die wir in den nächsten Jahren führen müssen. Das heißt allerdings auch, dass wir bereit sein müssen, die eine oder andere Industrie in Deutschland auch finanziell zu unterstützen oder uns gegebenenfalls an der einen oder anderen wirklichen Kernindustrie, also für uns wesentlichen Industrie, national staatlich zu beteiligen. Das Schlimmste bei Ihnen, Herr Mariucci, wird wahrscheinlich sein, wenn da einer der Mitarbeiter sein Fotohandy rausholt und Fotos oder Filmchen macht, die bei YouTube eigentlich nichts zu suchen haben. Ja, jeder Mitarbeiter unterschreibt und ist auch für sich selbst verantwortlich, dass er sowas nicht macht. Aber die Schwierigkeit sehe ich bei uns nicht. Mhm. Das heißt, unsere Mitarbeiter sind sehr sensibel, ganz im Gegenteil. Andersrum eher. Das heißt,
Geheimschutz ist wichtig, aber ich unterstreiche das, was Herr Obersteg gesagt hat. Wir betreiben jetzt keine Grundlagenforschung, wir wenden an. Wir wenden die Basistechnologie an. Natürlich gibt es die eine oder andere Methodologie, die vielleicht nur in unserem Umfeld zum Einsatz kommt, aber wir wenden an. Ja. Herr Döring, Sie hatten sich noch gemeldet. Ja, ich wollte noch mal auf das Thema Innovation und Forschung und Industrie eingehen. Passt eigentlich beides zusammen. Der Einzelplan 14, Verteidigungshaushalt, ist im Bereich FOT für das Haushaltsjahr 2023 drastisch reduziert worden. Und die Chancen, dass er im Haushalt 24 deutlich auflebt, die wage ich im Moment nicht zu beurteilen. Nur wenn wir vergessen, die notwendige Forschung und Technologie zu fördern und zu füttern, können wir auch nicht erwarten, dass wir mittel- und langfristig innovative Produkte produzieren können, die wir für die Einsatzfähigkeit der Streitkräfte brauchen. Also Forschung und Technologie ist eine Fundamentalgröße, auf der alle Entwicklung für die Praxis, sei es zivile oder militärische, aufbauen muss. Deswegen darf man diesen Faktor nicht vergessen. Und die Gefahr ist im Moment da, zumindest für dieses Haushaltsjahr, dass da Versäumnisse entstehen, die man schnellstens wieder einholen müsste. In Vorbereitung auf diese Sendung, Herr Professor Barth, habe ich mich mit Menschen aus meinem persönlichen Umfeld auch darüber unterhalten, Thema heute und was wir so vorhaben zu diskutieren. Und da kam immer wieder die Frage, Mensch, stell die doch mal, und ich werde sie jetzt mal los, ist ein bisschen ketzerisch, ist es ethisch überhaupt okay, dass Firmen mit Krieg Geld verdienen? Es ist notwendig, dass Firmen die Technologien bereitstellen, die wir brauchen, um unsere Sicherheit herzustellen. Und dass jemand, der eine Technologie bereitstellt, dafür auch bezahlt wird, so wie der Soldat dafür bezahlt wird, dass er seinen Beitrag dazu leistet, das finde ich absolut richtig und notwendig. Würden wir das nicht tun, würde man sagen, ja, das muss aber, das ist vielleicht gerade kostendeckend, Geld verdienen darf man nicht. Dann fehlt uns der Antrieb, das gut zu machen, das günstig zu machen, effizient zu machen, das innovativ zu machen. Nur wir müssen wahrscheinlich bei der Glorifizierung aufpassen, dass wir es nicht zu sehr in den Himmel heben. Ja, also ich glaube, wir kommen ja eigentlich eher aus der Phase, wo wir eher so ein Schmuddeleckenproblem haben. Mhm. So, das muss man jetzt nicht ins andere Extrem umschlagen lassen. Aber das muss man einfach mal ganz, ganz rational sehen. So wie wir eine Polizei für die innere Sicherheit brauchen, brauchen wir eine Bundeswehr und eine NATO und unseren Beitrag dafür für die äußere Sicherheit. Das muss uns was kosten. Oder das wird uns was kosten, aber das ist eine ganz grundsätzliche Aufgabe eines jeden Staates, die hier erfüllt werden muss. Noch einen Satz dazu, Herr Döring. Wie weit, glauben Sie, ist die Truppe in der Mitte der Gesellschaft angekommen? Die Truppe? Oder war sie da nie weg? Ich meine, die Truppe war nie weg. Mhm. Sie ziehen damit darauf an, dass es vielleicht zu Zeiten der Wehrpflicht anders war. Natürlich war das anders. Da waren viel mehr Familien unmittelbarer als heute mit der Bundeswehr verbunden, weil der Sohn, der Neffe oder wer auch immer Bundeswehr aktuellen Bezug hatte. Das ist heute geringer gewesen. Aber die Bundeswehr steht, die kommt aus der Gesellschaft. Und sie steht da nach meiner Auffassung, so was wir erleben, auch in den Diskussionen, die wir auf unserer Veranstaltung haben, ist die Bundeswehr in der Mitte der Gesellschaft und lässt sich da auch nicht verdrängen und wird auch nicht verdrängt. Ich hatte es anfangs gesagt, der Krieg in der Ukraine ist nicht unser originäres Thema, aber wir werden logischerweise immer wieder darauf zu sprechen kommen. Und auch jetzt. Herr Admiral, ist der Krieg in der Ukraine ein überraschend altmodischer Krieg, wenn man das so, also ich bin ja komplett Laie, aber wenn ich von Häuserkampf oder Bodenkämpfen, wenn ich von starkem Panzereinsatz höre, ist das zu interpretieren? Also er ist mit Sicherheit in der Wahrnehmung durch die Medien, das, was wir so mitbekommen, in Teilbereichen ein alter Krieg. Wenn Sie in die Realität hineinschauen, was da passiert, wie Digitaltechnik zum Beispiel jetzt einen enormen Einfluss auf ukrainischer Seite hat, das ist ein hochmoderner, ein hochkomplexer, ein hochhybrider Krieg. Wenn Sie überlegen, dass die Russen zum Zeitpunkt des Angriffs eine Überlegenheit von 6-7:1 hatten. Und es gibt so militärische Grundsätze, Überlegenheit 3:1 reicht aus, einen Gegner zu besiegen. Und sie haben es trotzdem nicht geschafft.
Und das lag in hohem Maße daran, erstmal an der Widerstandsfähigkeit der Ukrainer, aber insbesondere auch an der enormen Flexibilität der Ukrainer auf Situationen sehr schnell, sehr direkt mit militärischer Unterstützung auch deren Industrie oder auch externer zu reagieren. Und die Russen, die für uns alle überraschend in ihrer Angriffstechnik sich eher, ich würde mal sagen, unmodern verhalten haben, dann auch tatsächlich den Russen auch erhebliche Stiche zu versetzen und sich dann auch gegen so eine eindeutige Übermacht zur Wehr zu setzen. Und man darf das auch nicht unterschätzen. Die russischen Streitkräfte haben zumindest während langer Phasen jetzt diesen ersten Jahres, nicht ganz am Anfang, aber zumindest im zweiten Teil, auch ihre gesamten hochmodernen Waffen eingesetzt. Also es ist mitnichten so, dass das irgendwo ein Krieg von alten Panzern war oder so. Und das ist es nicht. Das, was ja, aber eben teilweise auch nur, um gezielt an gewissen Punkten Stärke zu zeigen. Das, was allerdings auch genauso zu sehen ist, das zeigt sich in Bachmut, das hat sich in mehreren anderen Mariupol gezeigt und vielen anderen Städten, dass das, was wir eigentlich vermutet haben, was nicht unbedingt mehr so in den Vordergrund gehen würde, Häuserkampf, eine extrem blutige Auseinandersetzung, das ist allerdings auch Realität geworden. Aber auch da muss man sehen, welche enorm modernen Mittel die Ukraine zum Beispiel über Drohnentechnik inzwischen einsetzt, um ganz gezielt auch hier Schwerpunkte zu setzen, Schwerpunkte zu verschieben und die Möglichkeit zu nutzen, den Gegner sehr, sehr genau auszukundschaften und dann ganz gezielt Schläge zu setzen und sich sofort wieder abzusetzen. Also im Vergleich zu den Russen wissen wir, dass in diesen Häuserkämpfen die Verluste der Ukraine deutlich geringer sind. Und das ist durchaus auch ein Erfahrungshorizont, wie Kriegsbilder in der Zukunft sich darstellen werden. Also das ist brutal, Krieg ist nie nett. Und das, was wir in der Ukraine tatsächlich erleben, ist Krieg auch in seiner brutalsten Form. Herr Döring, hat Sie das überrascht, wie da vorgegangen wurde, als Sie das so... Also ich kann Herrn Obersteg eigentlich nicht viel ergänzend sagen. Mhm. Herr Obersteg hat einen Vorteil. Er hat viel mehr Zugang zu tatsächlichen Informationen als ich. Ich lebe von dem, was ich in den Medien sehe und was ich vielleicht so privat mal höre. Aber Herr Obersteg hat da ganz andere Informationshintergründe. Bis auf Herrn Obersteg. Deswegen wirkt in den Medien dieser Krieg manchmal altbacken. Aber vieles, was sich tatsächlich abspielt, wird ja, ich sage mal aus guten Gründen, auch nicht öffentlich. Denn die Ukraine ist im Bereich der Digitalisierung, der IT, weit vorne. Und sie sind auch clever, was sie alles mit eigentlich normalen Kenntnissen, wie man Handy vernünftig einsetzt und Dinge tut. Darüber muss man ja nicht alles reden. Aber da ist viel Bewegung. Insofern ist der Krieg, so wie er sich in den Medien darstellt, vielleicht altbacken, aber in Wirklichkeit ist er in vielen Weiten ganz anders. Brauchen wir denn nicht, das war auch so eine Idee im Vorfeld, die so am Schreibtisch entstanden ist, brauchen wir denn für die Landesverteidigung im Gegensatz zu Auslandseinsätzen als Learning, also als Gelerntes aus dem Ukraine-Krieg, keine stärkere Verbindung mit den zivilen Teilen Deutschlands? Ja, die brauchen wir, wohl wahr. Auslandseinsätze haben bewusst in Gegenden stattgefunden, die keinerlei Bedrohung für Deutschland dargestellt haben. Wir sind unmittelbar bedroht. Und es hat ja schon den einen oder anderen Satz gegeben, dass wir insbesondere im Cyber-Informationsraum uns im Krieg befinden. Das würde ich jetzt nicht so unterstreichen, aber ich würde deutlich sagen, wir sind in einem unmittelbaren Wettkampf. Und wenn Sie anschauen, welche Cyberattacken wir in den letzten 18 Monaten, 20 Monaten hatten auf deutsche Unternehmen, auf Öffentlichkeit, auf kritische Unternehmen. Wenn Sie anschauen, was in der Medienlandschaft, insbesondere in den sozialen Medien, unter dem Aspekt ganz gezielte Einflussnahme auf Schichten der Bevölkerung vor sich geht von russischer Seite, dann sind wir hier nicht mehr im Frieden, sondern wir sind unmittelbar in einer Bedrohung und Russland versucht über alle möglichen Kanäle ganz gezielt Stimmung auch in der Bevölkerung zu beeinflussen und für die eigenen Ziele zu werben. Und das ist tatsächlich jetzt schon ein unmittelbarer Konflikt, auch eine Auseinandersetzung mit Russland.
Stichwort sicher. Herr Dürr, bitte. Ich würde noch eine Ergänzung machen. Wir brauchen nicht nur den Blick auf die Verbindung zum Land und zu zivilen Bereichen. Wir müssen uns noch mal vorstellen, was Bündnisverteidigung eigentlich heute bedeutet. Im Kalten Krieg war die Bündnisgrenze die Demarkationslinie. Da waren unsere Truppen, wenn wir hätten kämpfen müssen. Heute bedeutet Bündnisverteidigung Verteidigung an den Grenzen des NATO-Bündnisses. Und das sind ein paar hundert Kilometer von uns weg. Das heißt, wir müssen unsere Truppen, wenn es zu einem solchen Fall käme, erstmal in ein Einsatzgebiet hinbewegen. Und wenn wir mal überlegen, was das bedeutet, Panzerkräfte, gepanzerte andere Kräfte über lange Strecken zu bewegen. Wir haben heute noch nicht mal die Flachwagen, um überhaupt Panzer zu transportieren in nennenswerter Menge. Und eine der Konsequenzen, die zum Beispiel das deutsche Heer jetzt daraus zieht, sie entwickelt ein neues Konzept ihrer Truppen und entwickelt mittlere Kräfte, die sie überwiegend radgestützt fährt, Radpanzer, Radhaubitzen. Heute sind die Panzer, sind Ketten gestützt und die Panzerhaubitze 2000, über die wir, ist ein Kettenfahrzeug. Die mittleren Kräfte sollen Radfahrzeuge werden, damit sie auch selber sich in ein Kampfgebiet unter anderem bewegen können. Also es sind viele Konsequenzen zu ziehen für das, was wir uns eigentlich heute als Aufgabe für die Bundeswehr vorstellen, Landes- und Bündnisverteidigung. Ich möchte noch einen Punkt ergänzen, ganz kurz, weil insbesondere diese Zusammenarbeit mit den zivilen Institutionen für mich extrem wichtig ist. Zwei Dinge. Deutschland ist Drehscheibe. Also es ist nicht nur, dass wir unsere eigenen Kräfte verlegen, sondern die Franzosen, die Briten, die Amerikaner, die Niederländer, die Belgier werden alle durch Deutschland verlegt. Und das ist nicht im Krieg, sondern das ist logischerweise über zivile Zusammenarbeit zu organisieren. Das ist die eine Seite der Medaille. Die zweite Seite der Medaille, insbesondere Cyber, und das ist das, was tagtäglich passiert. Die Bundeswehr wird ja nicht angegriffen, nur angegriffen, sondern viele andere auch. Deswegen haben wir dieses nationale Cyberabwehrzentrum vor einigen Jahren aufgebaut und inzwischen zu einer stehenden Organisation entwickelt, wo wir auf Ressortebene, über ressortübergreifend alle Informationen austauschen, um tatsächlich auch sehr schnell Politik für Entscheidungen beraten zu können. Denn das, was wir ja vor ein paar Jahren in Großbritannien zum Beispiel erlebt haben, dass große Teile der Gesundheitsversorgung ausgefallen sind, gilt es logischerweise auch für uns zu durchdenken. Und das geht nur in einer zivil-militärischen, wirklich sehr engen Zusammenarbeit. Lassen Sie uns ein neues Thema eröffnen. Beschaffungsprozesse bzw. Verwaltung habe ich hier oben drüber stehen. In der damaligen DDR hat es, 12 bis 15 Jahre gedauert, bis man einen Trabant bekam. In der Bundeswehr dauert es 15 Jahre, bis ich ein neues Kriegsschiff Fregatte bekomme. Zugegeben, eine Fregatte ist deutlich größer. Die hat so 150 Meter, so ein Trabi vielleicht 350. Also auf jeden Fall kleiner. Aber wenn ich ein Kriegsschiff brauche und das dauert bis zu 15 Jahre, ist das dann noch realistisch oder ist das dann auch schon längst pervertiert, also im Abwärtstrend? Also sind wir vielleicht zu hochmodern, zu komplex? Ich meine, Sie sind aus einer Branche, wo es um sehr hochkomplexe Prozesse geht. Aber das kostet auch alles Geld, das dauert auch alles Zeit. Wo könnte da die Schwierigkeit oder die Problematik liegen? Wahrscheinlich direkt in dieser Komplexitätsfalle. Mhm. Das heißt, da sind so viele Treiber, die mitsprechen und eigene Interessen verwalten und walten wollen, dass man vielleicht da gar nicht rauskommt. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, dass unser Auftraggeber ist die Politik, ist der Bund. Mhm. Der Bund, der demokratisch ist, sprich, jede Meinung ist zugelassen und die muss auch ausdiskutiert werden, die muss auch im Dialog entwickelt werden und so ergeben sich dann die Aufträge. Bedeutet schon nur dieser politische Treiber, gepaart mit der Historie, gepaart mit der Komplexität selbst. Wir sprechen von einsatzfähigen System, wie vorhin bereits erwähnt. Wir haben eine Rolle innerhalb der NATO, die uns vorgegeben ist und die müssen wir bestmöglichst ausführen und zwar immer im Schutze auch des Soldaten. Und wenn wir so eine Verpflichtung haben, als Politik den Soldat zu schützen,
dann ist vielleicht jede Möglichkeit, wie wir das vervollständigen und bewähren können, vielleicht auch richtig so. Und dadurch kann es sein, dass wir eben in diese Komplexitätsfalle reintappen, dass wir dann Systeme entwickeln wollen, die ultra hoch sicher und die eierlegende Wollmilchsau sind, die am Ende niemand bezahlen kann, und dann fangen wir wieder von vorne an. Schwierig. Aber es ist wichtig, dass Sie sagen, dass Sie ja mit der Politik verhandeln und eben nicht mit der Bundeswehr. Also Ihr Gegenüber ist die Politik. Und das haben Sie, glaube ich, jetzt ganz gut zum Ausdruck gebracht. Herr Professor Barth, aus Sicht des Ökonomen dauert das alles zu lange, oder? Das dauert definitiv zu lange. Das kann man alles erklären. Das fängt mit der nicht nur in der Verwaltung, sondern in der Gesamtgesellschaft grassierenden Absicherungskultur an, dass jeder nochmal irgendwo jemand anders fragen will, darf es wirklich? Und Sachen lang dauern, über die berühmten Goldrandlösungen, über die Nachentwicklung, Nachforderungen im Prozess bis hin zu Problemen, die wir in der internationalen Kooperation bei entsprechenden Projekten mit haben. Aber wenn man mal sieht, wie schnell sich Anforderungen verändern, und wenn ich mal zurückblicke, wir haben kam aus der kalten Kriegszeit, haben dann gesagt, dieses Szenario Landesverteidigung ist eigentlich kein primäres mehr, sondern die Bundeswehr muss viel stärker sich darauf ausrichten, international kleine Einsätze machen zu können. Jetzt plötzlich ist Landes- und Bundesverteidigung wieder viel bedeutsamer geworden in der öffentlichen Wahrnehmung von jetzt auf gleich. Und das hat natürlich dann auch Anforderungen an die Ausrüstung. Wenn ich mir vorstelle, dass in Amerika der falsche Präsident sitzt und vielleicht nicht so ein Interesse daran hat, sich zu gucken, was eigentlich in den transatlantischen Beziehungen sind, sondern sie stärker auf China funktioniert und sagt, Europa ist jetzt alt genug, kann sich mal selber drum kümmern, dann haben wir keine Zeit, uns Jahre und Jahrzehnte und länger darauf zu warten, bestimmte Fähigkeiten zu haben. So, das ist jetzt leicht dahergesagt. Das ist natürlich, haben sich viele die Zähne dran ausgebissen, das zu machen. Und es ist richtig, es sind ganz viele Stellen, wo man sich immer fragen muss, ist diese Schleife wirklich nötig oder geht es nicht an der Stelle, muss man pragmatischer werden, um dann auch schneller sein zu können. Herr Obersteg, Stichwort Beschaffung. Im Cyberraum ist Beschaffung wahrscheinlich einfacher, oder? Ja. Also eine Fregatte zu. Ich bringe aber noch mal ein kurzes Beispiel. Ich habe letztes Jahr mich entschieden, ein neues Elektroauto zu kaufen und musste auch 12 Monate warten. Oh ja, das kenne ich von meinen Schwiegereltern. Die warten immer noch. Und wenn ich mir viele Dinge anschaue in diesem gesamten Beschaffungsprozess, dann ist es natürlich, Goldrandlösung ist gerade eben schon angesprochen worden, enorm wichtig. Und das können wir im Bereich der Digitalisierung, der Digitalisierungstechnik inzwischen sehr gut zu schauen, was ist am Markt, was ist verfügbar, um im Endeffekt die Innovationszyklen, die wir im Bereich der Digitalisierungstechnik haben, auch unmittelbar abzugreifen. Ich habe auch gar kein Problem damit, dass ein komplexes Waffensystem wie eine Fregatte oder wie ein Flugzeug oder wie ein Panzer in der Entwicklung eine gewisse Zeit lang dauert, weil dieses System wird 30 bis 40 Jahre eingesetzt. Wir müssen nur die Industrie dazu bringen, dieses System dann auch so einzurichten, insbesondere mit der entsprechenden Digitaltechnik, der IT-Architektur, dass wir diese Systeme ständig updaten können. Und da ist die deutsche Rüstungsindustrie gefordert. Da sind wir noch weit davon entfernt, dass wir tatsächlich Digitalisierungstechnik, modernste IT-Architektur in Waffensysteme hineinbringen, um sie ständig abzudaten und ganz modern zu halten. Was wir im Bereich Cyber- und Informationsraum machen, ja. Wir sind in der Lage, inzwischen marktverfügbar ad hoc Geräte zu kaufen. Das haben wir jetzt im Rahmen der digitalen Funkgeräte gemacht. Am 27. Februar war die Zeitenwende-Rede. Im Juni ist das Sondervermögen bereitgestellt worden und die digitalen Funkgeräte werden jetzt ausgeliefert. Also es geht auch sehr, sehr schnell. Allerdings hatten wir in dem Fall auch einen Partner, der in der Lage ist zu produzieren, seine Schwerpunkte auch so zu setzen, dass er ad hoc zusätzliche Fertigungsstraßen aufgebaut hat, um dann unseren Anforderungen auch entsprechend zu liefern. Aber das ist marktübliches Gerät, verfügbar, direkt gekauft und reinzubekommen. Also die Prozesse erlauben es durchaus auch schnell zu sein, wobei, das muss man auch deutlich sagen, im Bereich jetzt insbesondere meines Bereichs, Digitalisierungstechnik, müssen wir sehen, dass wir innerhalb der Gesamtorganisation Bundeswehr viel, viel näher zusammenrücken, uns viel enger austauschen, viel direkter zusammenarbeiten, um dann natürlich eine Vielzahl von einzelnen Verwaltungsschritten zu minimieren. Und man kann dann auch wirklich noch viel, viel schneller werden. Handelsübliche IT-Hardware? Ja.
Eine Computermaus vom Mediamarkt, oder? So ungefähr, ja. Wir gehen jetzt nicht zum Mediamarkt, weil Mediamarkt ist zu teuer. Das ist auch noch Saturn, genau. Aber wir diskutieren jetzt zum Beispiel, dass wir einen kompletten Rechenzentrumsverbund, also komplett in die Cloud-Technologie einsteigen wollen. Und da gibt es entsprechende Anbieter, die auch in der Lage sind, sehr kurzfristig zu liefern und diese Umstellung zu garantieren. Und wenn Sie zum Beispiel die Ukraine anschauen, die Ukraine hat ihre gesamte Führungsfähigkeit innerhalb von 4 Wochen auf Cloud-Technologie umgestellt. Also es geht alles und das ist marktverfügbar und kann auch sofort eingesetzt werden. Herr Dürig, ich muss da jetzt mal die andere Seite der Hardware ansprechen. In Ihrem Bereich ist das absolut zutreffend, weil Sie viele Dinge tatsächlich marktverfügbar bekommen. Ein Kampfflugzeug, marktverfügbar, Sie haben, ist jetzt die Entscheidung getroffen, die F-35 soll gekauft werden, wird sie ja auch. Der Aufschrei der deutschen Rüstungsindustrie, Luftfahrtindustrie war enorm. Ja, wieso denn? Als wir früher amerikanische Flugzeuge gekauft haben, hat es noch eine Kompensation gegeben, waren wir daran beteiligt, haben Lizenz gebaut wie den Starfighter. Bei der F-35 spielt sich das alles nicht ab. Marktverfügbar will man im Prinzip, wird immer viel gesagt, am besten marktverfügbar. Nur diese Produkte, ein Panzer ist auch nicht marktverfügbar. Es gäbe jetzt einen Rheinmetall, hat einen neuen entwickelt, den Panther, den Sie irgendjemandem verkaufen wollen. Ich habe noch keine Stimme aus dem Bereich der Bundeswehr gehört, die diesen neuen Panzer vielleicht als Leo 2 Ersatz oder Modifikation neu kaufen will. Nein, die Deutschen haben sich mit den Franzosen zusammengetan und ein Abkommen geschlossen, um ein neues Panzersystem zu entwickeln. Das heißt, man will entwickeln, und entwickeln geht auch nicht von heute auf morgen. Sie haben es ja angesprochen, internationale Kooperationen haben eine Besonderheit. Die eine Nation will das, die andere will das. Und dann muss man einen Kompromiss suchen. Und in der Vergangenheit hat man immer Add-on gemacht. Dann wurden das riesige Systeme, die länger gedauert haben, die viel mehr gekostet haben, als wenn man es vielleicht alleine gemacht hätte. Und alleine entwickeln, muss man mal vorstellen, welche Mengen wollen wir uns denn vorstellen für die Bundeswehr, wenn wir es alleine machen wollen. Wo bleibt denn da der Stückpreis? Also man muss schon Partner suchen, dann wird das ganze Problem der Beschaffung von nicht marktverfüglichem Wehrmaterial höchst komplex und sehr kompliziert, politisch überlagert, technisch hoch innovativ. Und das kommt dann alles zusammen zu einer Gemengelage und dann heißt es immer, es dauert zu lange. Da muss man sehr genau hingucken, wo denn die Faktoren sind, die welche Zeitverzögerung tatsächlich beeinflussen. Und dann versuchen, gezielt abzustellen. Nicht einfach. Die Problematik der Konsortien. Wir haben mit Boris Pistorius einen neuen Verteidigungsminister und mit General Carsten Breuer seit einem Monat einen neuen Generalinspekteur der Bundeswehr. Der 58-jährige Breuer hat im Spiegel-Interview gesagt, dass der Umbau der Bundeswehr nur klappt, wenn Menschen befähigt werden, Verantwortung zu übernehmen. Mitspracherecht, flache Hierarchien, agiles Arbeiten. Ist das eine Revolution, Herr Admiral, oder ist es der entscheidende Punkt, wenn wir Verwaltungsstrukturen aufbrechen wollen? Wahrscheinlich hat sich General Breuer vorher den Org-Bereich Zier angeschaut. Wir haben bereits 2018 angefangen, uns komplett umzustrukturieren, indem wir Führungsebenen in Gänze eliminiert haben. Wir haben jetzt nur noch eine Führungsebene und darunter die Verbände, die wir alle direkt führen. Wir haben natürlich Digitalisierungstechnik in diesem Fall auch in den Bereich der Administration eingesetzt. Das heißt, wir sind extrem agil. Und das möchte ich nochmal deutlich unterstreichen, dass, was der Herr Minister Pistorius gesagt hat, Verantwortung übernehmen, ja, Verantwortung dort abbilden, wo die fachliche Kompetenz ist. Das versuchen wir in diesem Bereich, in unserem Organisationsbereich auch konsequent zu leben und umzusetzen. Und die Erfahrung, die wir jetzt insbesondere seit der Zeitenwende gewonnen haben, wo wir extrem schnell in Beschaffungsvorhaben auch einsteigen mussten, weil wir sind diejenigen Treiber der Digitalisierung im Bereich Cyber-IT, die Projekte zusammen mit dem Bundesamt für Ausrüstung, IT und Beschaffung vorantreiben und tatsächlich dann der Truppe zur Verfügung stellen. Das geht inzwischen extrem schnell. Also wir haben unsere Hausaufgaben eigentlich beginnend ab 2018 gemacht, aus der Analyse heraus,
Wie sieht das Kriegsbild der Zukunft aus? Und das, was in der Ukraine jetzt passiert, ist genau das Kriegsbild, das wir unter diesem Aspekt analysiert haben. Und daraufhin haben wir uns optimiert aufgestellt. Also wir haben das gemacht. Das ist mit Sicherheit kein Bild für andere, kein Vorbild für andere, sondern da muss jeder seine Hausaufgaben selber machen. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, den Herr Pistorius sehr deutlich herausgestellt hat, dass wir Verantwortungsebenen haben, die auch die Chance haben, jetzt zu gestalten. Aber dann müssen wir es auch tun. Dafür werden wir bezahlt. Herr Mariucci, wie agil geht's zu bei Ihnen in Meckenheim? Sehr agil. Und zwar Agilität beispielsweise vor der Corona-Zeit. Sollte auch mal wieder erwähnt werden, die Corona-Zeit. Stimmt, die da war noch was davor. Vor der Corona-Zeit war es bei uns gang und gäbe, dass alle Mitarbeiter die Stempeluhr bedient hatten, immer vor Ort waren und natürlich zusammen in einem Raum gearbeitet haben. Die Corona-Zeit hat die Agilität noch mal beflügelt. Mhm. Sprich, wir hatten bereits vorhin die Möglichkeit des mobilen Arbeitens eingeführt. Aber so, wie wir es aktuell auch nutzen, ist wirklich eine neue Dimension. Auch das eine Zeitenwende, die Agilität vorantreibt, moderne Arbeit auch darstellt. Und da ist ein hohes Potenzial da. Herr Professor Barth, inwieweit ist die Rüstungsindustrie vergleichbar mit anderen Branchen? Vielleicht darf ich noch mal meine Assoziation gerade sagen zu dem Stichwort Verantwortung delegieren. Mich erinnerte das so an dieses, oder meine Assoziation war die gute alte Auftragstaktik. Und wenn das eine Revolution ist, dann ist das, wäre das schade, wenn das so wäre. So, inwiefern ist die Rüstungsindustrie vergleichbar mit anderen Branchen? Naja, sie ist natürlich in Teilen vergleichbar. Sie ist ja auch voll integriert in andere Branchen. Ja, das ist Elektroindustrie, das ist Maschinenbau, das ist Fahrzeugbau, Flugzeuge, also auch eine Art von Fahrzeuge mit ganz ähnlichen Technologien, mit der Besonderheit, ich habe einen Auftraggeber im Kern, ich habe vielleicht noch ein paar andere in der NATO, ich habe erhebliche Restriktionen, was die Absatzmöglichkeiten angeht. Also das ganze Thema Exportkontrolle ist auch ein Hindernis bei europäischer Zusammenarbeit, weil man ja, also wenn man nicht Sonderregeln schafft, dann den Partner verpflichtet, sich an die deutsche Ausfuhrkontrolle mitzuhalten, was dann nicht sonderlich attraktiv ist. So, plus ich habe das Geheimhaltungsthema. Ja. Deshalb gibt es so ein paar Ecken, wo wir auch nicht so viel über die Branche wissen, wie wir das gerne würden. Wir gucken uns zum Beispiel als Institut an, die Innovationsprozesse in verschiedenen Branchen. Die Innovationskraft der Verteidigungsindustrie ist nach dem, was ich beim Patentamt finde, katastrophal schlecht, weil natürlich alles Geheimpatente sind oder die spannenden Sachen sind Geheimpatente. Also die echte Innovation findet man nicht. Es ist ein bisschen eine Branche, mit Besonderheiten, teilweise deshalb auch nicht so sichtbar, aber am Ende des Tages ist das keine völlig separierte Branche. Es ist wie Industrie an anderer Stelle auch. Herr Mariucci, wie finanziert man als Firma Rüstungsaufträge, wenn die Summen zwar hoch sind, aber die Zeiträume zwischen Angebot und Beauftragung und Lieferung und Abnahme extrem lang sind? Das hat ja mit so einem normalen Cashflow nichts mehr zu tun. Durchaus, das ist richtig. Das ist ein wichtiger Punkt. In der Regel lässt mit dem Beschaffungsamt da schon drüber reden. Das heißt, man kann Anzahlungen, Vorauszahlungen auch diskutieren und in die Vertragsbasis mit einfließen lassen. Andererseits ist es für uns auch immer wieder wichtig, diese Zeiten zu verkürzen, indem wir auf wieder- und weiterverwendbare Architekturen setzen. Sprich, im Vorfeld zwar nicht für das Projekt investieren, aber für die Basis des Projektes zu investieren, damit wir auf Komponenten zurückgreifen können, die schon auf gewissen Umfeldern oder in einem Einsatz bereits getestet wurden und die dann mit in das neue System eingesetzt werden können. Ich guckte gerade so einmal so ein bisschen auf die Uhr, das war jetzt nicht despektierlich gemeint, aber ich bin gerade selber verwundert, dass die Stunde schon rum ist. Also manches geht dann doch recht schnell. Kommen wir zum Schluss nochmal auf den furchtbaren Angriffskrieg der Russen gegen die Ukraine. Herr Admiral, wann glauben Sie, ist der Krieg vorbei? Mit Sicherheit nicht in den nächsten Monaten.
Ich glaube, ein Ende ist nicht absehbar. Das kann theoretisch schnell, also innerhalb von 6-7 Monaten gehen. Das kann aber auch genauso 2-3 Jahre noch weitergehen. Wenn man die Potenziale vergleicht, dann sind noch genügend und ausreichende Potenziale vorhanden, aufeinander zu schießen. Ich sehe auch zurzeit, und das ist, glaube ich, das Hauptproblem und das ist auch das Frustrierende, keinen Lösungsansatz. Wir sind nicht in der Lage, Gesprächsebenen zu finden. Und das liegt nicht am mangelnden Willen, auf Seiten der NATO oder auf Seiten von Partnern. Das sehen Sie ja selbst bei den Chinesen, dass wir nicht in der Lage sind, tatsächlich irgendwo eine Ebene zu finden, um mit Russland und in der Ukraine zumindest über einen Waffenstillstand zu diskutieren und über ein weiteres Vorgehen zu diskutieren. Das ist sehr frustrierend, aber sehr, sehr deutlich zu sehen, dass es insbesondere auf russischer Seite überhaupt keine Interessen gibt, an einem Ausgleich in irgendeiner Art und Weise derzeit zu arbeiten. Herr Professor Barth, inwieweit man einen Ökonom danach fragen kann, wie schnell oder wann ein Krieg beendet werden kann? Ich versuche es trotzdem mal. Welche persönliche Einschätzung haben Sie da oder welche, ja? Naja, also die Frage ist ja, was ist das Ziel? Und wenn das Ziel ist, dass wir nicht akzeptieren, dass es gewalttätige Grenzverschiebungen mitten in Europa gibt und damit vielleicht Anreize schaffen, sowas mal anders zu probieren und zu probieren, ob nicht bestimmte NATO-Außengrenzen dann auch so weit weg ist, dass man sich fragt, ja, wollen wir da eigentlich, müssen wir da eigentlich wirklich hin, sind wir da überhaupt schnell genug und so weiter, dann glaube ich, kann das erst zu Ende sein, wenn die Ukraine erfolgreich war, den Aggressor zurückzudrängen. Und wann das war oder wann das sein könnte, da bin ich der Falsche für. Sie fragen, wie lange wir uns leisten können, so einen Krieg zu führen. Ja, ich glaube, als Deutschland müssen wir mal anfangen, die Commitments, die wir haben, dann auch umzusetzen. Also leisten hat ja auch was mit finanziellen Größenordnungen zu tun. Wir haben das 2%-Ziel am Anfang kurz angesprochen. Selbst wenn man jetzt mal die nächsten beiden Jahre sagt, das wird durch die Ausgaben aus dem Sondervermögen abgebildet oder wir kommen da in die Nähe. Ja, wenn das aufgebraucht sind, dann fehlen uns 39 Milliarden im Haushalt, die da on top kommen müssten auf den bisherigen Bundeshaushalt. Nur um diese Dimensionen mal zu nennen, die ich bisher in keiner Projektion oder mittelfristigen Finanzplanung gefunden habe. Also das, was vor einem guten Jahr versprochen wurde, das zu realisieren, das erfordert noch einen erheblichen, auch politischen Kraftakt und finanziellen Kraftakt hier im Inneren. Herr Döring, was würden Sie sagen? Wann glauben Sie, kann dieser Krieg vorbei sein oder welche Einschätzung haben Sie? Also ich sage Ihnen ganz offen, das ist keine Frage des Glaubens. Das ist eine Frage, wann die beiden kriegführenden Parteien für sich selber entscheiden, sie haben Ziele erreicht, die sie sich gesteckt haben. Und das ist im Moment nicht erkennbar. Putin hat ganz bestimmte Kriegsziele sich gesetzt und die Ukraine will ihr Land inklusive der Krim wieder unter eigener Verwaltung haben, unter eigener selbstständigen politischen Führung. Es ist nicht erkennbar, wie sich diese Ziele so schnell verändern würden, dass plötzlich beide sehen, es lohnt sich zu verhandeln, weil es für den jeweils Einzelnen besser ist und sich lohnt. Ich sehe das im Moment nicht und ich wage keine Prognose. Das kann auch ganz schnell gehen. Wenn irgendetwas passiert, an was wir im Moment nicht denken oder was wir uns nicht vorstellen können, dass plötzlich irgendein anderer Effekt auftritt, der den einen oder den anderen beeinflusst, zu sagen, wir müssen jetzt aufhören. Aber ich weiß es nicht. Herr Mariucci, was glauben Sie? Ich glaube, wenn die Ziele nicht erreicht werden können, dann ist es vielleicht der Zeitpunkt gekommen, wenn auf der ukrainischen Seite die Ressourcen ausgehen oder auf der russischen Seite der Rücken halt. Und es wird ein Momentum geben, wo man den Krieg beenden muss. Kriege beendet man mit Verhandlungen und ich hoffe, es ist bald. Das soll das Schlusswort sein. Vielen Dank an Sie. Vielen Dank, meine Damen und Herren, für Ihre Aufmerksamkeit zu Hause oder dort, wo Sie uns jetzt gerade zugeschaut haben. Vielen Dank an unser Publikum hier im Kammermusiksaal und natürlich ein großer Dank an unsere vier
Experten in dieser Runde. Enden möchte ich gerne mit einem Zitat vom ehemaligen US-Präsidenten John F. Kennedy. Er hat mal gesagt, die Menschheit muss dem Krieg ein Ende setzen oder der Krieg setzt der Menschheit ein Ende. In diesem Sinne, einen schönen Abend und tschüss. Thank you.